Wir sind jetzt mittlerweile draußen auf dem Wasser und ich hatte euch versprochen, dass die Ina euch ein paar Sachen erklären wird, wie man Echolote nutzt, was man damit macht und wie sie einem mehr Fisch bringen. Darum geht es bei der ganzen Sache. Eine Frage bekommen wir immer wieder gestellt, Ina, nämlich warum GPS-Echolote, also Kartenplotter-Echolote mit GPS-Funktion so wichtig sind. Vielleicht erklärst du das einfach mal, was GPS-Funktion kann und was man damit machen kann und wie du das auch nutzt für deine Fischerei. Mhm. Also mit dem Boot angel ich meistens auf großen Gewässern. Da hat man vom Boot aus zum Ufer hin vielleicht ein paar Punkte, an die man sich orientieren kann. Aber letztendlich weißt du nicht, wo du dich gerade auf dem Meter genau befindest. Das kann man einfach nicht so Pi mal Daumen peilen. Das funktioniert nicht. Nein, ich möchte ja genau den Spot haben, den ich gerade für super empfunden habe und dort fischen möchte. Das ermöglicht mir GPS. GPS hat eine auf dem Meter genaue Standortberechnung. Dadurch kann ich mir Wegpunkte setzen, ich kann mir Routen ins Echolot speichern, ich kann sämtliche Dinge damit anstellen, um genau auf den Meter meine Spots wiederfinden zu können. Ja, also es ist wirklich die Präzision, die das hier ausmacht, dass man Strukturen, eine Rinne oder was weiß ich, auch einen großen Stein, wo gerne mal ein Hecht drüber steht, sich markieren kann. Und das auf den Meter genauso, dass du dir eigentlich Zeit sparst mit der Suche und deutlich mehr effektive Angelzeit hast. Genau. Ja. Gerade wenn man auf neuen Gewässern ist, ist es ja ganz wichtig. Ja. Tiefenalarm. Okay. Gerade auf neuen Gewässern ist es ja immens wichtig, sich das Gewässer erstmal zu erschließen, zu gucken, wo könnten Fische stehen. Ja. Ich kann das mit dem Echolot super abfahren. Wenn ich Punkte sehe, setze ich sofort meine Wegpunkte, kann immer wieder an diesen Wegpunkt zurückkehren durch das GPS, was ich ohne Echolot bzw. GPS einfach nicht könnte. Okay. So, wie das geht, zeige ich euch einfach mal. Ich nehme dich mal mit. Ja, dann machen Sören wir. Und wir setzen mal einen Wegpunkt. Schmeiß mal die Schüssel hier an, das schöne Motörchen. Genau. So, dann ich würde sagen, wir suchen uns jetzt mal einen interessanten Bereich. Okay. Du weißt, ich bin hauptsächlich Zanderanglerin. Ja. Ich brauche einen harten Grund dafür. Ja. Möchte eine schöne Kante haben. Momentan weiß ich, dass die Fische ein bisschen tiefer stehen. Ja. Und sowas werde ich mal jetzt suchen. Ja, das sollte hier nicht lange dauern. Das ist ein sehr, sehr strukturreiches Gewässer, wo es wirklich rauf und runter geht. Wir fahren jetzt mal eine Runde und dann gucken wir. Ja, guck mal. Da haben wir doch schon. Da geht's schon los. Wir sehen, es ist relativ harter Grund. Ja. Das ist das, was ich will. Das fällt hier von 2 Meter brachial auf 5 Meter runter. Okay. Das ist genial. In da dem steht Moment, auch schon ein Fisch. Da steht ein Fisch. In dem Moment drücke ich meine Marktaste, habe den Wegpunkt gesetzt und das ist alles. Diesen Punkt, der nennt sich jetzt S00126. Das ist der Wegpunkt. Werde ich immer wieder anfangen können. Ich bin und das jetzt ist schon auf den Meter genau. Also auf den Meter. Du hast ihn jetzt an der Kante gesetzt, einmal die Marktaste gedrückt und peng. Dreh dich mal um. Meinst du, du findest den Punkt jetzt wieder? Wüsstest du, wo das ist? Nie wieder. Und ja, das okay. ist super. Du würdest ihn immer wieder finden. Also habt ihr gesehen, es ist wirklich ganz, ganz einfach. Wann immer ihr etwas seht auf dem Echolot, was wirklich interessant ist, drückt Struktur. Sofort die Marktaste. Sofort. Genau. Einmal bam. Löschen kann man das immer noch. Ne? Oder immer. Das geht. Klar. Ja? Klar, wenn es im Endeffekt uninteressant ist, gut, hat man abgeangelt, sagt man, weg damit. Wie behältst du den Überblick bei den ganzen Wegpunkten? Man kann die Wegpunkte natürlich auch selber umbenennen. Also vermute ich da jetzt Großzander, nenne ich den einfach Großzander-Spot Nummer 1. Und ich weiß, okay, 90 plus Zander. 90 plus Zander. Ja, cool. Da will ich wieder hin. Und schon findest du deinen Spot immer wieder. Okay, prima. Ganz easy Sache. Das hat euch geholfen. Nutzt diese Möglichkeit. Also gerade das Wegpunktmanagement ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache, um Spots zu markieren, gerade auf neuen Gewässern. Und du hast wahrscheinlich von einem großen Gewässer schon, auf wie viele Wegpunkte kommst du da? Das sind wahrscheinlich gerne mal 100 oder so. Ja. Okay, also man kann die dann auch benamsen. Nutzt diese Funktion. Es bringt Fisch und es ist nicht umsonst erfunden worden. Richtig. So, ich wünsche euch viel Erfolg damit. Und jetzt gehen wir mal angeln. Ich wollte gerade sagen, lass uns nicht sappeln, lass uns angeln. Heißt ja 90 plus hier. Ab dafür, komm. Auf geht's.
Weitere Informationen finden Sie unter echolotprofis.de. Wir beraten Sie gerne.